Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir im Zocker LP 52 und dem Orange LP zockt, aber ich rede nur im Hintergrund. Mir ist gerade aufgefallen, ist gerade einfach ein Auto gerade hinten rumgefahren. Okay. Weil wir das Fenster offen haben. Egal, okay, aber was willst du denn heute im Video überhaupt machen? Ich darf eine Waffe testen, oh, die bei Zusatz. Die müßig ist. Ja, zwei Spiele und mal gucken, wie die im Angebot ist. Vielleicht kaufst du dir die sogar, obwohl mit Donner die bist du... Die ist müßig. Würdest du dir die holen? Also kommt drauf an, wie die ist. Wir gucken die erstmal. Weil mit Donner bist du ja relativ zufrieden. Weil ich habe gemerkt, weil Spiele... Donner habe ich aber auch noch nicht gezeigt. Das ist ja auch so die Ursache. Dings, ich wollte nämlich sagen, ich spiele ja auf dem Handy. Und irgendwie, also mit diesen Laserwaffen, wenn... Als ich angefangen habe, bei Philipp mal auf dem iPad zu spielen, dann habe ich so mit Donner gespielt. Ne? Auf einmal so viele Kills irgendwie. Aber wenn ich die so benutzt hätte, nicht so viele Kills, was? Oh, das sieht gut aus. Okay, also die ist halbautomatisch. Mir gefällt die Schussart von der Waffe, finde ich. Oh, Damage gemacht. Finde ich. Krass, wenn man noch ranzoomen könnte. Ja, achtfacher Zoom. Wie eine normale Sniper fast. Also die Schussart gefällt mir. Und dir? Ja, mir auch. Die braucht tatsächlich eine Weile, bis du die Person killst. Aber wenn man sie aufbessern würde, wäre die Waffe wahrscheinlich gar nicht so hammerschlecht. Außerdem wollte ich morgen halt eine Weapon, also eine Waffe nochmal zeigen. Aber welche das ist, das seht ihr dann im Video. Oh, ein Kill gerade geholt. Nice. So, weil die machen Verbrennung. Ja, das ist auch gut, natürlich. Vielleicht hat der eine Typ von vorhin, den du so lange brauchtest, vielleicht einfach nur gebuggt. Weil das Spiel verlassen. Weil der auch nicht gebrannt hat. Der hat das Spiel verlassen. Okay. Anscheinend scheint die Waffe gar nicht so schlecht zu sein. Ist auch mäßig, muss man sich auch noch bedenken. Und schnell nachladen kann sie auch. Ja, okay. Also das gefällt mir schon mal. Schussart ist gut, ist mütig und dann fehlt mir auch kann schnell nachladen. Keine Munition mehr. Keine Munition, so mit dem allerletzten Schuss noch. Manche würden sagen, warum benutzt du nicht irgendeine andere Waffe? Weil ich will jetzt halt die Waffe testen. Ja, wir wollen ja wirklich. 15 plus Kill. Ach, mein Nasenunternehmer gekillt. Weil wir wollen halt wirklich jetzt in diesem Video eigentlich uns darum kümmern, nur diese Waffe zu benutzen. Ja, wo gibt's denn die Munition? Lol. Pass auf. Okay. Den One-Shot ist so jetzt. Ja, na ja klar. Ich kann ja halt gerade nichts anderes machen. Ist jemand? Easy. Aber die Waffe, gefällt die dir? Ist jetzt schon. Die macht halt auch noch Verbrennung, das heißt teilweise extra Schaden. Okay. Ist gar nicht so schlecht, das Wef, die Waffe. Mit 999 hat Happy Falker gekillt. Ah, die Runde. Mir kommt so vor, als würde hier nirgendwo Munition liegen. Mir auch. Weil wenn du Munition findest, nur dann direkt Champion-Söldner in die Hand. Pass auf in dieser Map übrigens, hier liegen manchmal so Landminen rum. Da liegt Munition. Aber leider ist die erste Runde jetzt sogar schon vorbei, weil ich die ganze Runde noch mal früher, konnte. Also ein bisschen früher nur, so vor dem neuen Update, da hat man die Waffen immer 3 Runden getestet. Ja, ich glaube, ab und zu kann man die Waffen immer noch 3-mal testen, oder? Da war es jetzt komplett nämlich gefixt. Weiß ich gerade gar nicht so genau, aber auf jeden Fall, die Waffen, die wir testen, also irgendwie werden die auch meistens jetzt wirklich nur 2 Runden. Aber man testet halt auch eher gute Waffen, damit man auch weiß, dass ob die krass sind. Weil man würde ja nicht irgendwie auf Level 38 Hellraiser oder die normale Minigun testen würden. Guck mal, der hat eine Waffe, die hergestellt werden muss mit Teilen. Welche denn? Welche? Das ist jetzt jemand anderer. Welche Waffe war das? Oh, scheiße, kann man nicht mehr. Können wir gleich nochmal gucken. Noch mal sehen. Ja, ich sehe ein bisschen im Chat.
Wie sah die denn aus? So ein Einschussding. Da, guck mal, diese Waffe da. Ah, das Scharfschützen-Exoskelett, ah, das ist cool. Aber irgendwie weiß der nicht, wie das funktioniert. Das ist eine gute Waffe eigentlich. Keine Munition mehr. Junge. Da hinten liegt Munition, die hol ich mir. Jetzt kommt so jemand einfach vorbei. Okay, dein Nashorn hat jemanden gerade gekillt. Der Nashorn ist ja auch auf Level 2 und deswegen ultra stark. Ultra. Ganz ehrlich, ist wirklich stark. Das ist auch schwierig, zwei mit dem Nashorn zu bekommen. Ich glaube, ich mache 14 Damage oder so. Ja, ist allerdings. Und meine Bombe macht 43 Damage auf. Mein Haustier war aber auch schon irgendwie schwer zu kriegen, ne? Ich habe ja dieses Mythischer, dieser Cyber-Phönix. Ja, hat man ja, glaube ich, auch sogar schon gesehen. Den habe ich ja in dieser einen Chest bekommen, weil ich halt mal so hart, krass, so... Ich hatte richtig viele Schlüssel in so einem anderen Event mal. Und da habe ich mir 8-mal eine 50er-Chest konnte ich öffnen, habe ich auch gemacht. Und dann habe ich halt irgendwann dieses Haustier bekommen, ne? Okay, also... Die wollte ich auch mal testen. Also die wollte ich mir noch mal kaufen, dann auch mit testen. Ja. Und wir führen noch gerade Fälle, ja. Stimmt, das stimmt. Ich bin aber auch echt gespannt, wie diese Waffe denn so abläuft. Also ich finde die Waffe bis jetzt eigentlich gar nicht schlecht. Ja, also wieder der. Der Typ ist irgendwie AFK. Also wenn ich genug Kohle habe, kaufe ich mir die. Ja? Ja. Die kostet ja Diamanten. Wenn ich mir kaufen könnte, wäre sogar voll gut. Dann können wir so noch eine dritte Runde noch machen. Die kostet 240. Ich glaube, das könnte sogar sein. Du hast jetzt 132 Diamonds. Aber das Problem ist halt einfach, dass du ja eigentlich mit deinen Diamonds auf andere Sachen sparen wolltest. Da habe ich sogar schon dann zweimal Waffen ausgegeben für eine Sache. Und ich finde, okay, Motor, ja, komm, kill mich. Ja, danke. Ich bin echt gespannt, wie viel die zwar kosten wird, aber... Man hat sogar gerade nämlich in der Seite gesehen, weil ich bin locker wieder gerade irgendwo auf den Cut-Button gerade wieder drauf gekommen. Ich will gar nicht wissen, wie lang der Cut jetzt war, ob der jetzt wirklich schon seit Anfang der Werbungen ist. Ich hoffe, das war erst bei den Videos, weil ich glaube, ich habe nur leicht gesehen, aber... Gratis, noch eine ganze Stunde, 54% gratis. Ich hätte mir die aber, glaube ich, eh nicht geholt, wenn du dir die leisten könntest, weil du willst ja eher auf andere Sachen sparen. Aber die ist trotzdem geil. Ich will die haben. Also bei der Spezialwaffe, die du gerade sparst, die kannst du dir sogar schon holen. Nein. Doch. Ah ja, schon die Spezial. Die kostet ja. Spezial vorgerichtet. Dann spüre ich noch eine Punkteoberung mit auf dem Bergarbeiterlager. Ja. Gott, gutes Ende, ne? Ja. Verzieh dich. Okay. Bleib hier. Okay. Verzieh dich. Komm her. Die Waffe darf ich noch nicht zeigen. Welche Waffe? Zusatz. Das sieht man doch im Endeffekt vom Video. Aber ich weiß ja nicht, vielleicht wissen. Okay, wir testen noch nur diese von dieser. Wie soll man sagen? Nur von dieser Kategorie, die ganze Zusatz. Waffen. Von ihr ganz okay, also du willst diese Waffe jetzt auch noch testen? Also ich finde die Waffe ganz gut, Donner. Die ist ungefähr so wie die One-Shot, nur dass One-Shot besser ist. Ja, und das One-Shot One-Hit macht im Gegensatz zu Donner, weil leider... Obwohl, Donner macht ab und zu auch One-Hit. Ja, aber das Problem ist halt, weil die haben jetzt, Pixel Gun hat jetzt dieses Update gemacht, das wirklich... fast jede One-Hit-Waffe auf Two-Hit gemacht wurde. Also Reflektor macht Two-Hit, Donner macht Two-Hit, One-Shot macht jetzt aber One-Hit bei Headshot. Ja, aber auch Totengräber, die hat früher auch One-Hit gemacht. Jetzt macht die auch nur Two-Hit. Obwohl, wenn man sich mal das Video von Zockerpi angeguckt hat, hat die gefühlt geten-hittet. Welche? Der Totengräber. Du fandest die ja, glaube ich, gar nicht so gut. Ja, aber ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, ich glaube, ich will die mir auch nochmal kaufen, dass ich einfach mal schießen sollte, nicht immer zielen sollte. Haben die das nicht für Donner gesagt? Nein, das war Totengräber. So.
Donner, ich habe nicht mal Donner auf meinem Kanal bis jetzt gezeigt. Na, stimmt. Ja, aber bist du dir sicher, dass du dir die holen willst? Obwohl du, also du willst ja bei Primär eher was anderes haben, muss man schon sagen. Ich will alles. Du willst Champion-Söldner, dann möchtest du noch, gut, wir haben es ja eh gesagt, die Megakanone. Und dann willst du auch noch den Totengräber. Was kommt als nächstes? Du willst... Das ist ein Totengräber. Du hast doch gerade gesagt, du willst dir den vielleicht holen, weil ein Zuschauer gesagt hat, dass du den falsch benutzt hast. Ah ja. Damn, Sam. Sollen wir euch mal so eine Story erzählen? Wir hatten mal so einen Hacker. Ah ja. Und ich rede aber gerade von dem zweiten, der das gemacht hat, weil der noch eine ganze Sache mal gemacht hat. Und zwar hat er sich einmal so eine Art Speedhack gemacht. Also der war mega, mega schnell. Der konnte auch richtig hoch springen. Nein, das war fliegen, das war fliegen. So. Ja, und der konnte diese Drachenpfeife gefühlt 10.000 Mal direkt hintereinander machen. Das hat zwar ziemlich viel Krach gemacht, aber das geht ja gar nicht. Außerdem hat man den gekillt und der, das wurde nicht als Kill angezeigt und ist direkt wieder da gespawnt. Da, als Kill wurde es angezeigt, als Kill wurde es angezeigt. Ja, aber der ist dann wieder da gespawnt. Gut, viele würden jetzt sagen, das war Wiederbelebung, aber wenn man den 5-mal hintereinander killt und der an derselben Stelle spawnt, dann glaube ich nicht, dass das Wiederbelebung war, weil die sich ja nach einem Benutzung wieder aufladen muss, weil die sich ja automatisch benutzt. Also ich habe jetzt hier noch was Neues hinzugefügt. Bei deiner Lobby oder was? Ja. Guck mal, wie viel eigentlich noch 2 Stunden braucht das, diese Wiese noch.